Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Ja, also ich nehme euch heute nochmal den Tag mit. Wir haben jetzt gerade 5 vor 8 und den 25., also einen Mittwoch. Morgen hat Paola Geburtstag und ja, ich bin mal gespannt, was ich da mache. Ich selber fahre jetzt auch am Morgen zu Paola, denn ich reite sie jetzt einfach ein bisschen Dressur. Und das ist heute mein Outfit, was ich im Stall anhabe. Ziemlich schlicht, man erkennt es auch nicht so, weil es irgendwie gerade voll dunkel ist. Aber ich zeige es euch trotzdem kurz. Ich habe eine Cappy an in schwarz. Dieses Oberteil hier einfach, ein enges Oberteil in schwarz. Das hat hier noch so Schleifchen an der Seite. Dann einen schwarzen Gürtel, unsere schwarze Royal Horseman Hose und dazu noch unsere schwarzen Royal Horseman Socken. Genau, das habe ich an und meine Mama fährt mich jetzt gleich halt in den Stall. Aber vorher muss ich noch eben Zähne putzen, denn das habe ich noch nicht gemacht. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Oh, es ist so schön, in ein aufgeräumtes Zimmer reinzukommen. Und ja, ich weiß nicht, warum ich aus der Puste bin. Ich werde mich jetzt umziehen. Irgendwie ist das Licht voll kacke in meinem Zimmer. Und dann werde ich, schätze ich mal, erstmal was für die Schuhe tun. Und ja, wir haben jetzt 5 vor 11. Vielleicht esse ich auch vorher was. Irgendwie habe ich gerade Hunger. Ich schaue mal, auf jeden Fall ziehe ich mich jetzt erstmal um. A few moments later. Wie ihr seht, habe ich nasse Haare, denn ich war direkt mal duschen. Und ja, jetzt lasse ich die ein bisschen Luft trocknen, währenddessen ich was für die Schule mache. Ich habe jetzt gerade mir einfach so ein Oberteil hier angezogen. Das ist so ein weißes mit so Blumen hier und habe mir einen Knoten reingemacht, denn das sieht sonst aus wie ein Kleid bei mir. Und dann habe ich einfach eine Leggings für jetzt die Zeit angezogen. Ist einfach ein bisschen bequemer. Und ja, ich habe jetzt hier, eigentlich wollte ich ja was essen, aber dann habe ich gesehen, dass meine Mama mir noch einen Smoothie gemacht hat. Das ist kein gekaufter Smoothie. Mein Bruder kauft sich manchmal diese. Und dann haben wir halt noch diese Flaschen hier und da tut meine Mama dann immer den selbstgemachten Smoothie rein. Und genau, den kriege ich auch voll oft so mit in die Schule und so. Und jetzt trinke ich den halt zu Hause wegen Homeschooling. Und ja, ich werde jetzt hier mal gucken, ob ich neue Aufgaben gekriegt habe. Ich schätze schon, aber ich muss eh noch ältere Aufgaben machen. Ich bin nämlich noch nicht alles fertig. Wie klappt das eigentlich bei euch momentan mit dem Homeschooling? Kommt ihr gut damit zurecht und so? Also, habt ihr diese Aufgaben schon vorher bekommen oder kriegt ihr die per Internet? Also ich kriege die halt per so einer App, Office 365. Boah, mega! Es wurden gerade die Chemieaufgaben verschoben. Haben die hier gerade im Chat geschrieben. Ja, worauf ich eigentlich jetzt hinaus wollte, kommt ihr gut damit klar und habt ihr so Aufgaben schon vorher bekommen? Wir nicht, weil die dachten, wir hätten noch weiter Schule. Die haben nicht gedacht, dass die Schule jetzt wirklich schließt. Die haben das einfach nur am Freitag dann uns drauf angesprochen, dass vielleicht die Schule schließen könnte. Mega, da muss ich nämlich heute nur jetzt irgendwie Musik machen und Physik machen. Ich glaube, ich werde meine Freundin mal was fragen müssen in Physik, weil ich bin nicht so der Profi da drin. Aber ja, ich glaube, das war's dann. Wir haben halt voll viele Präsentationen, die wir noch machen müssen. Das ist mega nervig. Zum Beispiel in Geschichte, in Englisch, in Deutsch auch. Ich muss nämlich jetzt momentan 3 Bücher lesen. Also einmal so ein Englischbuch. Ja, das ist halt auf Englisch geschrieben, das müssen wir jetzt lesen. Dann lese ich nochmal Anitas Buch, Wilde Zeiten, Treue Pferde. Denn darüber mache ich halt ein Portfolio und deswegen möchte ich das nochmal durchlesen. Mir hat das eh so gut gefallen. Und Chick. Ihr kennt, also das ist so eigentlich so ein typisches Buch, was die für einen Deutschunterricht nehmen. Ihr könnt ja mal sagen, ob ihr das auch kennt oder ob ihr das schon gelesen habt oder so. Naja, ich mache jetzt erstmal meine Aufgaben und rede jetzt hier nicht noch weiter.
Ich habe jetzt gerade meine Physikaufgaben weggeschickt, die bis heute sind. Und jetzt sind wir auch gerade schon bei den Ponyzügern, ich, und werden die jetzt erstmal holen. Julia wird auf dem Platz ihn ein bisschen reiten. Und ich denke, ich werde mit Smarty ein bisschen Bodenarbeit machen und Zirkuslektionen. Kommt sie schon an? Fellkugel. Mega, ne? Der ist knallblau. Ohne Wolke. Yummy, Ui. Oh, da steht Inka und die will nicht kommen. ich meine, ich schon da. Die ist voll sauber. Schmand. Wie sie sauber. Kleines süßes Ding. Schmand ist für heute fertig. Sie war richtig gut. Wir haben auch heute was Neues ausprobiert. Und das hat sie auch direkt richtig gut gemacht. Jetzt ist sie nur sehr, sehr dreckig. Aber naja. Ne? Braves Ding. Oh, du bist so süß. Ich habe jetzt gerade Inkas Heusäcke fertig gemacht und hier habe ich hier voll den Hubbel und habe auch nochmal die Stallgasse gefegt und so, und Julia ist jetzt auch fertig mit Reiten. Das heißt, wir werden jetzt gleich nach Hause fahren und ich wollte nochmal sagen, dass ich echt richtig zufrieden mit Smarty war, denn wir haben so auch das geübt aus dem Galopphalten und so, und das hat sie echt gut gemacht. Und ja, natürlich haben die Zirkussektionen auch alle gut funktioniert. Genau, wir werden jetzt gleich nach Hause fahren und dann werde ich wieder Schulaufgaben machen. Ich habe jetzt wieder meine Chiller-Klamotten an und werde jetzt bestimmt nochmal 1,5 Stunden bis 2 Stunden was für die Schule machen. Und zwar werde ich heute noch Chemie und Musik machen und meine eine Präsentation anfangen, vielleicht auch schon fertig machen, nämlich Geschichte möchte ich jetzt anfangen. Wir haben jetzt genau 2 Uhr und ich lege jetzt mal los, denn dann habe ich es weg mit der Schule. Und ja, ich muss jetzt eben noch den Laptop von unten holen und dann kann es auch schon losgehen. Mein Gesicht sieht gerade ein bisschen rot aus, denn meine Mama hat mir gerade eine Maske drauf gemacht, ein Peeling gemacht. Also nochmal schön mein Gesicht gereinigt. Und genau, nicht, dass ihr euch wundert, dass das jetzt gerade so ein bisschen rot ist. Und ich würde sagen, ich melde mich, wenn ich mit Schule komplett fertig bin und wieder was anderes mache. 2000 Jahre später. Ich bin jetzt mit Schule komplett fertig für heute. Und ich habe jetzt gerade Honigmelone bekommen. Die werde ich jetzt erstmal essen. Und währenddessen halt auf dem Handy alle Social-Media-Kanäle und so mal abchecken und gucken, was so passiert ist. Und meinen Freundinnen schreiben. Denn die sehe ich ja momentan nicht. Ich werde jetzt mal was Gutes machen und zwar werde ich jetzt ein bisschen mein Zimmer aufräumen. Das ging jetzt richtig schnell, aber ich muss jetzt noch eben runterlaufen, meine Wäsche runterbringen und es ist voll dunkel. Und Geschirr runterbringen. Ja, das mache ich jetzt mal schnell. So, ich habe mich jetzt hier schon mal hingesetzt. Oh, ich habe mein Handy vergessen. Hier ist es. Denn ich werde jetzt ein bisschen Sport machen. So circa, denke ich mal, nur 15 Minuten oder so. Ein kleines Mini-Workout. Und ja, dabei werde ich halt ein bisschen Musik hören. Und selbst unser Sportlehrer hat halt so ein Workout geschickt, was wir ein bis dreimal die Woche machen sollen.
Schon verrückt irgendwie, als ich gesehen habe, dass mein Sportlehrer was geschickt hat. Aber ja, ich werde jetzt auf jeden Fall ein kleines Workout machen und genau. Ich habe jetzt, wie gesagt, 15 Minuten Workout gemacht. Ich habe nicht alles gefilmt. Ich glaube, ich habe die ersten 5 Minuten oder so nur gefilmt. Und genau, jetzt werde ich mich noch ein bisschen dehnen. Und danach gehe ich wahrscheinlich aufs Trampolin. Ich schau mal. Aber ja, jetzt wird erstmal gedehnt. So, ich habe mich jetzt nochmal 10 Minuten gedehnt. Und ja, ich habe gemerkt, dass ich wirklich nicht mehr so gelenkig bin, aber über den Winter mache ich halt auch so wenig, weil es auch so früh dunkel wird und dann bin ich halt irgendwie mal voll unmotiviert. Deswegen, ich muss es jetzt auf jeden Fall wieder mehr machen und so. Und dann wollte ich auch von der Brücke her aufstehen. Hat aber auch nicht geklappt. Naja, das muss ich auch wieder ein bisschen mehr üben. So, das ist das Abendessen für heute. Meine Mama hat uns einfach so einen großen Salat gemacht. Und dazu gibt es einfach noch 2 Kräuterbaguettes. Wir haben jetzt schon fertig gegessen und jetzt werde ich noch ein paar Vokabeln lernen, also Englisch, Spanisch und Französisch, denn wir müssen ja die Arbeiten trotzdem nachschreiben. Und ja, ich schaue mir einfach nochmal die Vokabeln an und werde dann noch ein bisschen die Bücher lesen, die wir von der Schule aus bekommen haben, die wir durchlesen sollen. Und genau, danach werde ich noch was mit der Julia machen, aber ja, das zeige ich euch dann gleich. Ja, da bin ich da. So. Halt mich nicht. Zacka. Und hoppa. Jetzt mal. Schön. Hoppa. Jetzt kann ich mir auch reinlegen. So, der Tag ist jetzt schon fast vorbei. Und Julia und ich werden jetzt gleich noch Twilight schauen. Ich glaube, wir müssen noch den dritten Teil zu Ende schauen. Genau, und das werden wir jetzt erstmal machen. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Und ja, mich würde es natürlich freuen, wenn ihr bei meinen anderen Videos mal vorbeischaut und das nächste Mal einfach wieder mit dabei seid. Tschüssi! Tschüss! Oh mein Gott! Also Marina ist echt ein bisschen drüber. Die hat hier gerade Apfelmus geholt. Und den aus Versehen ausgekippt. Auf die Bettdecke. Sieht vor allem aus wie sonst was. Ne! Ach du Scheiße. Was soll ich jetzt machen? Hast du manchmal Was echt. soll ich jetzt machen? Kannst du aus der Bettdecke löffeln? Nein. Ja, das musst du jetzt irgendwie da wegbekommen. Bah. Ich löffel mir das jetzt rüber. Ist Mach ja du jetzt mal schrecklich. den Leppi an. Oh mein Gott. Ich muss an der anderen Bettdecke schlafen. Ich habe mir jetzt gerade eine andere Decke geholt und wir werden jetzt Twilight anfangen und die Kamera stellt gar nicht scharf. Komm mit dem Licht überhaupt nicht klar. Ich gehe und irgendwas töte. Jetzt. Nein, so. Du kannst nicht klar denken. Tu das nicht. Und wir haben Melone und halt hier Apfelmus, ne? Den ich gerade verschüttet habe mit Schokostreusel. Naja, tschüss, sagen wir jetzt hier. Bis zum nächsten Mal.